Er kommt zu sich. Bell, keine Spielchen mehr. Was hat Perseus gesagt? Wo ist er? Was du jetzt durchmachst, ist nichts verglichen mit dem, was du erleben wirst, wenn du nicht langsam kooperierst. Bullshit. Wir gaben dir eine zweite Chance, als du am Arsch warst. Jetzt wollen wir im Gegenzug deine Hilfe. Bell, du warst einer von Perseus' Agenten. Sein Partner Arashka Divar hat dich auf der Rollbahn in der Türkei verraten und wollte dich töten. Nun kommen wir langsam. Wenn das Flugzeug Trabzon verlässt, macht es Halt in Duga. Das weißt du. Was du nicht weißt, Perseus wird nicht dort sein. Keiner dieser Söldner wird Duga lebend verlassen. Wir lassen ihre Leichen im Wald zurück. Dann bringen wir die Waffen zu Volkov in Berlin. Von da aus fliegen wir nach Solovetsky. Für dich habe ich andere Pläne. Perseus hält zu große Stücke auf dich. Ich kann keine Konkurrenz gebrauchen. Wir waren dort. Wir fanden dich, nachdem alles vorbei war. Wär dir gleich bei der Wahrheit geblieben. Mein Gott, Alter. Noch mehr Entscheidungen. Fuck my life. Aber es könnte tatsächlich sein. Aber die haben mich schon mal manipuliert. Das ist ein Satz. Ich glaube dir. Ich werde dir helfen, so gut ich kann. Lalalala. Die CIA hat dich neu erfunden, Bell. Wir mussten dir eine neue Identität geben, um die alte zu ersetzen. Es war Parks Idee, dich zu MI6 zu machen. Sie wollte diese Bindung. Du klingst sogar ein bisschen wie sie. Und als Bonus konnten wir deine linguistischen und kryptografischen Fähigkeiten nutzen. Die Herausforderung war deine Erinnerung. Das MK-Ultra-Programm nutzte Atlas-Missionen in Vietnam als Vorlage. Ihr brauchtet ein gemeinsames Erlebnis, eine lebenslange Bindung, um Vertrauen aufzubauen. Sind deine Hände sauber, Bell? Nein. Schätz dich glücklich. Du hattest diese Erinnerungen nur wenige Monate. Ich lebe seit über einem Jahrzehnt damit. Wow. Verhöre haben bei dir nicht gewirkt, aber dank der MK-Ultra-Forschung hatten wir einen Plan B. Wenn du glaubtest, du wärst jemand anderes, konnten wir dich dazu bringen, alles preiszugeben. Genug, um uns hierher zu bringen, aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben eine Mission. Die Kommandophrase hat dich in Schach gehalten, aber wir haben nicht alles gekriegt. Deine innersten Geheimnisse waren immer hinter einer Tür versteckt. Bell, im Moment wirst du uns vermutlich hassen. Was wir getan haben. Du musst verstehen, was hier auf dem Spiel steht.
Was du jetzt tust, hat nichts mit mir zu tun, auch nicht mit dir. Es geht um beschissene Millionen von Menschen. Es geht darum, jemanden aufzuhalten, der sich letztendlich um niemanden schert, außer um sich selbst. Also sag mir, wo ist Perseus? Haben wir erst die Kontrolle, zünden wir die Waffen aus sicherer Entfernung in Solovetsky. Das ist deine Chance, zu bestimmen, wer du wirklich bist. Wo ist Perseus? Sicherer Entfernung in Solovetsky. Solovetsky. Wir sind ja eigentlich ein Guter. Ich probiere es mit der Wahrheit. Mal schauen, was passiert. Sims, hol mir Washington ans Rohr. Alle anderen ausrüsten, wir brechen auf. Das war die richtige Wahl, Bell. Komm schon, du gehörst zu uns. Mann, möchte ich dir gerade einen in die Fresse hauen. Perseus. Die CIA-Analytiker halten ihn für die bisher größte Bedrohung der freien Welt. Sie haben eine wichtige Aufgabe. Unsere Art zu leben vor großem Unheil zu bewahren. Die USA und ihre Verbündeten verzehren alles, was uns lieb und teuer ist. In nur wenigen Stunden kann Perseus Atombomben in allen Großstädten Europas zünden. Wir werden tun, was nötig ist. Manche von uns werden Grenzen überschreiten, damit es diese Grenzen morgen noch gibt. Niemand wird uns Helden oder Schurken nennen. Niemand wird uns kennen. Und ich? Ich jage dieses Gespenst schon seit 13 Jahren. Das Ende. Letzte Karte. Belikow hat mit der sowjetischen Ausrüstung Wort gehalten. Wurde Zeit, dass ihr aufschließt, Wurz. Das lasse ich mir nicht entgehen. Die Scheißkerle zahlen für den Mord an Lazar. Du kriegst deine Chance. Noch 2 Kilometer bis Solovetsky. An alle Einheiten, EMP unterwegs. Wie gern ich dir einen aufs Maul hauen würde, Alter. Wenn das Baby einschlägt, haben wir maximal 12 Minuten, bevor die Funktürme wieder online sind. Wir müssen die Luftabwehr ausschalten, damit unsere Vögel freie Bahn haben. Nehmen wir Perseus aus dem Funkverkehr. Jetzt werden wir sehen. Luftabwehrgeschütz voraus. Vorsicht, Raketenwerfer. Wir recht hatten. Oder nicht. Damit wir weiter können. Jason, Woods, rechte Seite schützen.
Toll. Das hat's ja gebracht. Oh nein. Ich dreh wieder um. Ich kämpf doch für den Feind. Mal. Selten aus. Reicht jetzt. Sie haben uns festgenagelt. Bern, wirf auch als Deckung. Messen, kurz, rechte Seite schützen. Ja, bist du ein Scheiße? Oh Mann, ey. Platziere das C4, jag das Ding in die Luft. Da hat man echt keine Ahnung, ob man die richtige Entscheidung getroffen hat oder nicht. Es ist echt verdammt schwierig. Ich mag die Shotgun eigentlich. Oh nein! Alter, was hat denn dieses Spiel? Mann, ey, was ist denn mit diesem Drecksgame? Schon wieder abgeschmiert, das kann ja nicht wahr sein. Boah. Das kann doch nicht wahr sein. Starte schon wieder. Das ist doch Mist. Oh Mann, ey. Warum brauche ich bei einem Kampagnenmodus Verbindung zum Online-Dienst? Das ist doch Mist. Ist mal im Ernst. Das ist doch Bullshit. Bullshit. Kommt der ganze Kladderadatsch normal. Kann ich das irgendwie überspringen? Ja. Oh nein, nochmal alle abknallen. Vorrücken! Luftabwehrgeschütz voraus! Vorsicht, Raketenwerfer! Und nochmal alle killen. Toll! Ist ja erst das dritte Mal. Sie haben uns festgenagelt. Wir brauchen als Deckung. Mason, kurz, rechte Seite schützen. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Was ist denn mit dieser Scheißmission? Luftabwehrgeschütz voraus. Alter, fickt euch doch mal ganz knallhart ins Knie, Alter.
Hab ich doch schon. Schon deine Nuggets, Alter. Kriegt ihr zurück? Jetzt geht's rund! Jagt das Ding in die Luft! Oh shit! Geht's gar nicht ein. Na, zerstöre das Luftabwehrgeschütz. Ladung ist scharf. Kaboom. Auf zur Kirche. Schaltet alle Luftabwehrgeschütze im Westen aus. Verstanden, Alter! Nee. Adler, hier ist Hudson. Sind die Luftabwehrgeschütze ausgeschaltet? Wir müssen die Bomber starten. Ein Luftabwehrgeschütz ist erledigt. Ah, nee. Das reicht nicht. Ich kann nicht riskieren, zu früh anzugreifen. Wir kriegen nur eine Chance. Glaubst du etwa, ich wüsste das nicht? Sei bereit zu starten, sobald ich es dir sage, Hudson. Kontakt! Ich rücke vor! Dann rück du mal. Oh, nee. Ah, ich habe hier noch 450 Schuss. Kann ich mal nachladen. Oh, scheiße. Schalt ihn aus! Schnell! Halt doch mal die Schnauze! Wir haben nur noch 5 Minuten, bevor ganz Europa atomisiert wird. Beeilung! Ich hab gerade ein bisschen Ladehemmungen! Autsch! Mal nachladen. Adler, siehst du das? Shit. Woods, uns läuft die Zeit davon. Ich muss Hudson den Startbefehl geben. Das ist ein großes Risiko, wenn das Geschütz nicht erledigt ist. Vorsicht, schweres MG auf dem Kampf. Hudson, starte den Bombenangriff. Bestätigt. Hol dein Team darauf, Adler. Wenn wir das Luftabwehrgeschütz nicht ausschalten, haben die Bomber keine Chance. Beeilt euch besser, verdammt. Fuck. Befehle bestätigt. Bombenangriff steht bevor. Ja, die Bomber werden jeden Moment hier sein. Koordinaten bestätigt. Ich mach, ich tu, ich mach schon. Ich kann, verflucht. Sofort!
geschafft, Mr. President. Sie haben die Atombomben aufgehalten. Gott sei Dank. Und der CIA? Haben Sie Perseus? Nein, Sir. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Und die russische Reaktion? Noch nichts. Wir sehen Anzeichen von Verwirrung. Möglicherweise war es keine offizielle Operation. Perseus hat vielleicht nicht auf Befehl von Moskau gehandelt. Ich werd verrückt. Vielleicht haben wir ja doch etwas gemeinsam. Wir haben ihn gestoppt. Die Türme sind Geschichte. Wie sieht es bei euch aus? Komm! Woods, habt ihr sie gefunden? Hier drüben. Hilf mir mal. Nimm meine Hand, Bell. Wir haben es geschafft. Dies ist eine Nachricht an Perseus und alle, die nach ihm kommen. Wir halten nicht einfach still und hoffen auf das Beste. Wir schaffen das Unmögliche. So gewinnt man Kriege, Bell. Gibt es was Neues über Kasim Javadi? Ja, nach seiner Gefangennahme konnten wir Kasim Javadi überzeugen, dass es in seinem Interesse liegt, für uns zu arbeiten, statt gegen uns. Arash Kadivars Tod bedeutet für Kasim die Chance, selbst Chef des Netzwerks zu werden. Er wird uns mehr über die sowjetischen Aktivitäten im Nahen Osten verraten. Und dank unserer Ressourcen sollte er noch jahrelang in der Lage sein, das örtliche Geschehen zu beeinflussen. Was ist mit Anton Volkov? Volkov ist seit seiner Gefangennahme eine wichtige Informationsquelle. Nach seinem Verhör etablierte der MI6 in Windeseile einige Abhörposten in Ost-Berlin. Sie haben schon Nachrichten des KGB an Agenten in der ganzen Stadt abgefangen. Der eiserne Vorhang kriegt Löcher. Wie lief die Aufräumaktion in Havanna? Wir konnten Agent Azulays Leiche aus der Anlage in Kuba bergen. Präsident Reagan hat persönlich seine Familie kontaktiert und der Sarg ist unterwegs nach Tel Aviv. Wie Sie wissen, ist Helen Park nach London zurückgekehrt. Dort wird sie sich weiter von ihren Verletzungen erholen. Danach will der MI6 ihr einen Einsatztrupp unterstellen, um Perseus aufzuspüren. Was ist mit dem Rest des Teams? Sie sind aus Solowetski weg, bevor die Sowjets Kräfte zur Untersuchung schicken konnten. Nach einer kurzen Erholung geht's wieder an die Arbeit. Wir haben vielleicht Perseus aufgehalten, aber seine Ratten nisten noch überall um uns herum. Und das verdanken wir einem unserer eigenen Leute. Nicht mehr. Wir haben diesen Hurensohn Eldridge ausgeschaltet, genau wie seine wichtigsten Leute hier in den Staaten. Perseus wird eine Weile brauchen, sich davon zu erholen. Was ist mit Europa? Wir haben nicht nur einen Atomschlag verhindert, wir konnten auch Major Vadim Rutnik ausschalten. Das sollte ein schwerer Schlag gegen das Netzwerk von Perseus in Europa sein. Wir konnten Rutniks wichtigste Leute das Klo runterspülen. Vielleicht leistet Perseus ihnen bald Gesellschaft. Hudson, Sie sind der Shakespeare von Langley. Und Bell? Arktische Luft. Mach den Kopf frei, was? Bell, du hast zwei außergewöhnliche Opfer gebracht, um Perseus zu stoppen. Eines davon ohne dein Wissen. Das andere war deine eigene Entscheidung. Du sollst wissen, diese kleine Sache zwischen dir und mir. Sie war zum Wohl der Menschheit. Du bist gottverdammt heldenhaft. Helden müssen Opfer bringen. Und wenn ich dich um noch eines bitte, dann verstehst du hoffentlich. Es war nie persönlich. Alter!
Was ein asoziales Ende, Alter. Was ein asoziales Ende. Alter. Fickt euch doch, ganz ehrlich. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Geil, abschreckt. Alter, das kann nicht wahr sein. Das ist nicht euer Ernst gewesen. Also das Ende fand ich jetzt irgendwie ein bisschen Mist. Also Ende fand ich jetzt irgendwie schon scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen, so. Das Ende war echt Müll. Aber ansonsten, es hat richtig Spaß gemacht zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Missionen waren richtig cool. Mir persönlich hat es wirklich sehr gut gefallen, muss ich tatsächlich sagen. Mir hat das Spiel echt Spaß gemacht, die Kampagne. Bis auf das Ende halt. Das Ende war irgendwie, ja, nee, Freunde, also jetzt mal im Ernst, das Ende war scheiße. Das Ende hätte man ruhig auch anders lösen können, aber nicht so. Nicht so. Das fand ich jetzt... Nee. Das Ende war Mist. Naja. Aber das war's mit COD, Call of Duty, Cold War. So. Mehr bleibt eigentlich nichts zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Und dann würde ich sagen, die Endscreens laufen jetzt noch ein bisschen durch mit der extrem geilen Mucke hier. Vielleicht kommt ja nach dem Endscreen hier noch was, wer weiß. Nach den Credits, nicht Endscreen, nach den Credits, vielleicht kommt ja dann noch mal eine kleine Szene, wer von den beiden überlebt hat oder so. Hm? Wäre vielleicht ganz gut, doch nochmal oder so. Ja, wer weiß. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut, bis dahin. Dann bin ich hier raus. Klaus. Tschüss.